Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Kaufratgeber. Heute geht es darum, worauf man beim Kauf eines Laufbandes achten sollte. Wir werden uns hier also die wichtigsten Kaufkriterien anschauen, die man beim Kauf eines Laufbandes beachten sollte. Alles mit dem Ziel, damit ihr ein geeignetes Gerät für eure Ansprüche und Bedürfnisse findet. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort haben wir euch mal unsere Top 5 Auswahl der besten Preis-Leistungs-Sieger der Laufbänder verlinkt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass diese aus verschiedenen Kategorien kommen und auch aus verschiedenen Preisklassen, sodass da für jeden von euch etwas dabei sein sollte. Starten wir nun aber mit dem Kaufratgeber und den wichtigsten Kaufkriterien von Laufbändern. Mit am wichtigsten ist sicherlich die Größe der Lauffläche. Die Größe der Lauffläche ist ein häufig unterschätzter Punkt, der auch in vielen Laufbandtests unter den Tisch fällt. Tatsächlich ist die Lauffläche aber nicht unerheblich. Wenn man zu schnell läuft, ist es nämlich bei einem zu schmalen und zu kurzen Band schwierig, immer die Lauffläche zu treffen. Bei einer zu engen Lauffläche kann es wirklich zu ernsten Verletzungen kommen, da, wie wir aus eigener Erfahrung berichten können, man, umso schneller man läuft, immer schlechter einschätzen kann, ob man gerade die richtige Stelle trifft. Gerade bei besonders günstigen Laufbändern ist die Lauffläche oftmals nicht groß genug. Diese hat meistens nur eine Fläche von 1 Meter mal 30 cm und das ist ja wirklich maximal für schmale Personen oder auch leichtes Walken geeignet. Wenn man aber wirklich schnell auf dem Laufband laufen möchte, sollte man auf jeden Fall darauf achten, ein Band mit mindestens 45 cm Breite und 130 cm Länge zu bekommen. Besser sind hier sogar 50 x 140 cm. Zum Vergleich, viele professionelle Laufbänder in Fitnessstudios weisen meistens sogar Breiten von bis zu 1 Meter und Längen von bis zu 2 Metern auf. Das zweite Kriterium, welches sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich die Motorleistung. Bei einem Laufband mit Motor sollte man auf eine gute Motorleistung achten, denn diese hat nämlich einen Einfluss darauf, wie schnell das Band laufen kann und demnach auch darauf, wie schnell man selbst laufen kann. Insbesondere, wenn man das Laufband für Intervalltraining nutzt, also für anstrengenderes Training, sollte man die Möglichkeit haben, hier sehr schnell laufen zu können. Das Problem ist, viele Hersteller versprechen Laufgeschwindigkeiten von 12 bis 18 km/h, doch meistens ist damit sogar nur die Laufgeschwindigkeit des Bandes ohne zusätzliche Belastung gemeint. Ist ein Läufer auf dem Band, wird diese Maximalgeschwindigkeit teilweise überhaupt nicht erreicht. Gute Geräte erreichen die angegebene Geschwindigkeit, aber auch wenn eine schwere Person auf dem Band ist. Achtet darauf, dass das Gerät beim Kauf mindestens eine Motorleistung von 2 PS hat. Aber hier spielt wie gesagt auch oft das Maximalgewicht, also die Belastbarkeit des Geräts, eine Rolle. Besser ist es natürlich, wenn die Geräte höhere Belastbarkeiten bis sogar 150 oder bei Profigeräten über 200 Kilogramm aushalten können. Das bedeutet nicht unbedingt, dass man selber so schwer ist, sondern das spricht natürlich auch für die allgemeine Qualität, Langlebigkeit und Belastbarkeit der Geräte. Das heißt, selbst wenn man keine 120 Kilo oder 150 Kilo wiegt, sollte man auf Geräte mit so einer maximal hohen Belastung achten. Worauf man auch achten sollte, ist die Möglichkeit, die Steigung des Laufbandes einzustellen. Ein klappbares elektrisches Laufband mit verstellbarer Steigung ist unserer Meinung nach die beste Möglichkeit zu trainieren, da man das Training hier einfach noch individueller an seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann und es natürlich auch weitaus anstrengender machen kann. Hier ist es oft so, dass günstige Modelle nicht die Möglichkeit bieten, die Steigung zu verstellen, etwas hochpreisigere Geräte dann allerdings schon, und das ist wie gesagt eine sehr gute Funktion, wenn ein Laufband dies dabei hat. Auch sehr wichtig ist natürlich, dass das Laufen hier angenehm gestaltet wird. Das Training sollte sehr sanft sein und eine gute Dämpfung haben, wie es beispielsweise auf einem lockeren Waldboden der Fall ist. Denn man kennt es ja, wenn man beispielsweise viel draußen läuft, auf Untergründen wie Asphalt und so weiter, dass es für die Gelenke nicht sehr gut ist. Dementsprechend sind Laufbänder auch gedämpft, was in der Regel durch Gummipuffer gewährleistet wird, auf denen die Laufplatte gelagert ist. Manche haben aber auch extra noch Dämpffedern, Stoßfedern, und hier ist es natürlich darauf zu achten, dass das Laufband möglichst viele dieser Dämpfer dabei hat. Eine gute Zahl sind hier 6 bis 8, die das Laufband mindestens dabei haben sollte. Das wird meistens aber bei den ganz günstigen Geräten leider nicht gewährleistet. Dann ist natürlich ein sehr entscheidender Punkt, dass das Gerät möglichst viele Trainingsprogramme hat. Ja, das Training soll nicht allzu langweilig werden. Wer viel trainiert, möchte nicht jeden Tag dasselbe Training absolvieren, da dies wie gesagt langweilig wird, aber sich der Körper auch zum anderen an diese immer selbe Trainingsbelastung gewöhnt und ein starker Trainingsreiz dementsprechend schwächer ausfällt.
Vor allem elektrische Laufbänder punkten deshalb aber öfters mit verschiedenen Programmen. Dabei läuft automatisch eine vorprogrammierte Reihenfolge von unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Steigungen ab, womit man ja sehr großartige Erfolge beim Training erzielen kann und das oftmals auch in äußerst geringer Zeit. Beispielsweise reichen meistens schon so 10 bis 30 Minuten täglich auf bei relativ starken Programmen, um einen guten Trainingseffekt zu erzielen. Auch ist es natürlich schön, wenn die Geräte sogenannte Smart-Funktionen dabei haben, beispielsweise wenn die Laufbänder die Programme noch schön durch ein Display an der Vorderseite animieren oder hier beispielsweise auch eine virtuelle Laufstrecke anzeigen, um einen das Ganze ja einfach besser zu visualisieren und das ganze Laufen nicht so eintönig zu gestalten. Zu diesen Smart-Funktionen gehört auch immer die Anzeige von sämtlichen Trainingswerten. Natürlich, ja, die absolvierte Zeit und die gelaufenen Kilometer sind hier meistens dabei, sowie auch der aktuelle Energieverbrauch. Aber auch die eigene Pulsmessung ist bei den allermeisten Geräten vorhanden. Dies unterscheidet sich immer nur darin, ob diese über Handpulssensoren an den Griffen des Geräts gemessen wird oder beispielsweise durch einen Pulsgurt, der bei manchen Geräten im Lieferumfang gleich enthalten ist. Über Bluetooth wird dann die aktuelle Herzfrequenz auf das Gerät übertragen, sodass sie einem über das Display angezeigt werden kann oder beispielsweise auch über eine App, die mit dem Laufband verbunden werden kann, von einem virtuellen Ratgeber ausgewertet wird. Über diese smarte Funktion kann man seine Werte noch detailgenauer von seinem Smartphone aus überwachen, bekommt aber wie gesagt bei manchen Modellen, bei manchen Herstellern hier auch gleich noch Tipps für eine Trainingsoptimierung gemäß der eigenen Vitalwerte mit. Dies spielt sich allerdings natürlich meistens in den eher hochwertigeren Premium-Modellen ab. Ein letztes wichtiges Kriterium, vor allem für Leute, die ein Laufband für die eigene Wohnung suchen, ist natürlich, dass das Gerät klappbar ist, also leicht verstaut werden kann und auch leise arbeitet, sowohl das Band an sich als auch wenn man auf dem Gerät läuft. Hier spielt wie gesagt auch die Dämpfung wieder eine Rolle und ja, dass man dementsprechend seine Mitbewohner oder Nachbarn möglichst mit dem Laufband nicht stört. Hierfür kann man auch einfach zusätzlich noch einen Teppich unter das Laufband legen. So, das waren die wichtigsten Funktionen von Laufbändern. Wichtig ist natürlich auch, dass das Ganze immer in Relation mit einem fairen Preis steht. Dementsprechend haben wir für euch unsere Top 5 Auswahl der besten Laufbänder rausgesucht. Mehr Infos, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und damit bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.